Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Im letzten Part sind wir ja in der Pokémon-Liga angekommen, wo nichts mehr ist. Wir wollen aber nicht nach da oben jetzt in die Pokémon-Liga, wir gucken uns noch ein bisschen die Siegesstraße an. Denn da ist bestimmt irgendwie noch interessante Sachen. Auf der Siegesstraße. Also wollte ich noch einen Trick Gefahrlauf fangen. Und wir müssen Kind trainieren, unser Kastadur, das ich am letzten Part gefangen habe. Ihr wisst noch. Denn dafür bin ich ja nochmal in die Elektrolythöhle gegangen, nur um es zu kriegen. Und ich werde meine Pokémon wahrscheinlich so auf 57 trainieren, wenn es geht. Um dann gegen die Top 4 zu kämpfen, denn das höchste Pokémon der Top 4 ist 59. Da sollte ich das doch eigentlich einigermaßen schaffen können. Wenn ich nicht gerade wieder so riesige, dumme Schnitzer mache. Was hoffen wir mal nicht. So, ja, Kin hat auch schon den EP-Teiler, um hier ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Kommen wir hier wieder raus und jetzt wollten wir hier mal runtergehen. Um uns diesen Pokéball zu holen. Juhu, Drachenzahn! Ich wollte eigentlich noch nach da hinten zurück, wo der Typ mich irgendwie ignoriert hat. Ja, vor allem will ich nicht in diesen dunklen Höhlen herumlaufen. Ich habe aber das miese Gefühl, dass ich bloß dort einen Trikefalo kriege. Oder ein Duodino eher. Ja, stimmt, gegen den mussten wir ja noch im, haben wir noch im letzten Part, wo Melanie noch dabei war, gekämpft. Ist da hinten irgendwas? Haha, ein verstecktes Sonderbonbon. Das war ja mal gut versteckt. So, jetzt wieder die übliche Suche. Wer hat hier noch am wenigsten Erfahrung gekriegt mit seinem Level? Ah, da will ich schon fast auf Leia tippen. Also ist Leia der richtige Kandidat für das Sonderbonbon. Hier das Sonderbonbon. Und jetzt ist Leia 55. Yay! Leia Schätzchen, du bist Level 55 und ich bin echt froh, dass ich ein Sonderbonbon gefunden habe. Ich meine, ich bin sonst mal sehr schlecht, um solche Sachen zu finden. Oh mein Gott, ein Strepoli! Ach nee, das will ich irgendwie nicht haben. Das ist kacke. Das sieht kacke aus. Autsch. Die Initiative sinkt stark. Jetzt treff auf Pip und mach's platt. Die Verteidigung sinkt. Jetzt macht er nochmal Hammerarm. Und klar, ein Volltreffer. Ist okay. Sicher doch. Macht einen scheiß Volltreffer, das scheiß Pokémon. Ich hasse das scheiß Pokémon. Leia, räche. Pip. So. Das war das Strepoli. Und da ich gerade keine Peleba und so verbrauchen will, die will ich ja noch alle für die Top 4 aufheben, gehen wir doch nochmal schnell zurück zum Pokémon-Center. Ups. Wo bin ich jetzt hingeflogen? Ach, hier den Anfang der Siegesroute. Und wow, der hat wieder eine Medaille für mich. Hier, eine neue Medaille. Fundsachensucher. Versuche nun. Toll. Ach, weil ich das Sonderbonbon gefunden habe. Ach so. Ja, ich habe mir einfach gedacht, da muss was sein. Das ist irgendwie zu auffällig, dass es da nicht so entlang geht, ne? Da war mir dann irgendwie klar, da muss was sein. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, da ich hier aber jetzt gar nicht hin wollte, benutze ich wieder Fliegen, um zur Pokémon-Liga zu fliegen. Damit wir dann nach weiter die Siegesstraße durch erkunden können. Das machen wir natürlich auch jetzt. Denn solange wir die nicht hundertprozentig erkundet haben, habe ich auch keine Lust mit diesem gegen die Top 4 anzutreten, was ja dann noch quasi das Ende des Let's Plays wäre. Außer ihr wollt unbedingt noch Endgame sehen. Da das sowieso noch etwas dauert, schreibt mir jetzt, wollt ihr noch das Endgame sehen, ja oder nein? Weil wenn ich nicht unbedingt dazu Lust habe, dann höre ich natürlich nach dem Abspann auf. Also nach der Top 4.
Wenn ihr aber alle noch unbedingt das Endgame sehen wollt, also alles, was noch nach der Top 4 kommt, wie noch einige Gebiete, noch ein bisschen Story, einige legendäre Pokémon, kann ich natürlich auch noch gerne machen. Aber es hängt halt alles von euch ab, dann müsst ihr schon sagen, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht. Wie dem auch sei, wir machen hier weiter. Dann gehen wir jetzt nochmal nach da, um da was zu finden und hoffentlich nicht nochmal gegen einen scheiß Stripoli anzukämpfen. Weil Stripoli kacke ist. Oh, scheiße, ein Stripoli! Hilfe! Ein Stripoli! Ich hab die Idee. Das ist der beste Plan ever. Es benutzt ja wohl Kampfattacken, also rufe ich einfach Kronleucht. Oh toll, es wollte Steinkante benutzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Aha, Wuchtschlag funktioniert nicht. Ich kann aber echt nicht verstehen, wie jemand auch nur ansatzweise dieses Pokémon in sein Team aufnehmen würde. Es ist hässlich. Ich meine, wirklich hässlich. Hässlicher geht's gar nicht. Echt mal. Was sie sich dabei gedacht haben. Sieht einfach nur kacke aus. Und wieder ein Stripoli. Oh mein Gott, noch ein Stripoli. Oh mein Gott, kommen hier eigentlich nur Stripoli? Wenn ja, fände ich das irgendwie extrem kacke. Weil wer will schon nur Stripolis? Stripoli ist auch irgendwie ein dummes Pokémon. Ist so ein dummer Name. Stripoli. 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 Schüssel. 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 Ja, ich zitiere gerade das Fall mit dir, Mother. Und Kinn, ach man, Kinn Level. Oh nein, ich will nicht wieder in die Richtung. Nein! Gehorche deinem Gebieter! Gehorche Sinn! Okay, das war jetzt aus Invader Sinn. Hier gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Nichts gegen einen heißen Kampf, aber die Finger will ich mir auch nicht verbrennen. Schön, dass du das nicht willst. Du wirst dir aber die Finger verbrennen, wenn du dich gegen mich stemmst. Oh, super, ein Magma. Oh, ich habe gar nicht gelesen, was für einen Namen die hat. Egal. Magma hat natürlich... Klar, es wehrt Kalkklinge ab. Jetzt wird dieser Flammenwurf erledigt uns jetzt mit einem Schlag. Okay, noch mal Glück gehabt. Dann hätte ich dich nämlich gekillt, Spiel. Habe ich jetzt eigentlich von dem letzten Part gespeichert? Ich glaube... Also von diesem Part meine ich. Habe ich da gespeichert? Ich glaube nicht. Ich sollte öfters dran denken... zwischen den Parts zu speichern. Natürlich nicht, wenn ich bemerke, dass nichts aufgenommen wurde, aber wenn ich bemerke, dass aufgenommen wurde, dann kann ich ja in Ruhe speichern. So, Kamerupt auch erledigt. Weißt du, das Problem, wenn man nur einen Spielstand hat, könnte ich dann nicht einfach einen älteren Spielstand laden. Okay, ich könnte es irgendwie mit dem Emulator, aber da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Wahnsinn, dieser Kampf war so heiß, dass ich mir die Finger verbrannt hätte. Also da müsste ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, wie das geht. Hier, das hilft gegen Verbrennungen. Wuhu, wir haben eine Fragia-Beere. In der Pokémon-Lieder sind ein heißes Gemüt und kühle Kalkulation unabdingbar. Schaffen wir es noch da hinten? Yay, und wir haben Ewigstein gekriegt. Damit kann man verhindern, dass ein Pokémon sich weiterentwickelt. Und bei der Zucht kann man irgendwie... Okay, ich sehe hier drin nichts. Ich versuche einfach mal, mich hier so durchzukämpfen. Weil ich werde ganz sicher keinem meiner Pokémon Blitz beibringen. Das steht schon mal richtig fest. Keines der Pokémon wird Blitz lernen. Und wenn ich hier nie wieder rausfinde, es gibt ja noch Fluchtseile. Ja doch, gibt echt noch Fluchtseile. Nicht Frucht, Fluchtseile. Fruchtseile wären aber auch toll. Aber ich rede hier über von Fluchtseilen und ich sollte Pippu mal wieder heilen. Denn noch hat er verdammt viel Leben verloren.
Und ich versuche mal einfach den Weg nach draußen zu merken. Mal gucken, ich habe da bestimmt noch irgendwie Hypertränke oder so. Ja, noch 11 Stück. Müssen wir bald wieder Tränke und so einkaufen gehen und dann werde ich mich der Pokémon-Liga stellen. Aber erstmal muss Castador hinterherkommen mit dem Level. Juhu, AP-Top. Gut, da ist nichts mehr. Oh, da können wir hoch. Oh, ein Onix. Oh, will ich nicht haben. Nee, ich kann Onix nicht leiden. Los, Kalklinge, mach's Onix fertig. Gut gemacht, Pip. Onix wurde besiegt. Bringt sogar kaum Erfahrung. Mann, Onix ist ja kacke. Ist hier noch irgendwas? Da ist nix. Ich sollte nicht rennen, dann kann ich mich hier immer in Ruhe umgucken. Und vielleicht lerne ich ja irgendwas Wichtiges über die Umgebung. Das ist so das Wichtigste. Außer man bringt natürlich seinem Pokémon Blitz bei. Aber wer will einem Pokémon schon Blitz beibringen? Blitz ist eine Scheißattacke. Weil nur Genauigkeit senken... Oh toll, das Onix kann Robustheit. Nur Genauigkeit senken bringt einem relativ wenig. Da die meisten Kämpfe ja alle relativ schnell vorbei sind. Da bringt es einem mehr, seinen eigenen Fluchtwert zu erhöhen. Da bringt es einem ja nichts. Oh, toll, das Pokémon hat zwar jetzt all meine Pokémon erledigt, aber es trifft mich jetzt wenigstens nicht mehr. Aha. Da denkst du dir so, ja, toll, du hast jetzt 5 Pokémon verbraucht, jetzt trifft es dich zwar wenigstens nicht mehr, aber der Gegner hat noch 6 Pokémon. Deswegen, also, ich persönlich würde eher sagen, das eigene Pokémon aufpumpen ist meist ein bisschen wichtiger. Oder jedenfalls den Fluchtwert des eigenen Pokémons. Zumal es ja auch genug Attacken gibt, die auf jeden Fall treffen. Das heißt, das ist auch nicht immer unbedingt so das Gelbe vom Ei. Ich weiß es aber wirklich nicht, wie das so im kompetitiven Spiel ist. Ich habe mich da ja noch nicht... Ich habe mich da bis heute noch nie wirklich stark mit beschäftigt. Boah, das nervt mich. Ich muss hier nachher echt noch ein Flugzeug rausnehmen. Ich bin sowas von am Arsch. Aber ich habe jetzt schon wieder den Rückweg vergessen. Glaube ich. Weiß ich ihn noch? Ich glaube nicht, ich habe mich verlaufen. Oder doch, doch, doch. Ich glaube, ich finde noch wieder zurück. Ich finde wieder zurück. Noch finde ich wieder zurück. Noch. Aber bald nicht mehr. Wollte ich nicht eigentlich einen Trikefalo fangen? Also ein Duodino eher und das dann schon ein Trikefalo weiterentwickeln. Aber ich finde ja keins. Ich finde keins. Und Pip ist Level 55. Und Kind ist Level 937. Oh, da kann ich raus. Oh, wie toll. Okay. Das ist ja schön. Ich habe gerade einen anderen Weg durch die Pokémon-Liga gefunden. Dann gehe ich doch nochmal ans Eingemachte. Nein, ich gehe jetzt erstmal meine Pokémon heilen. Meine Pokémon heilen. Und warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich es kann. Nein, nicht, weil ich es kann. Muss da jedes Mal diese Animation kommen? Ist ja nervig. Ich will nur meine Pokémon heilen. So, warum will ich meine Pokémon heilen? Ich sollte mal auch mal mit den Leuten hier sprechen. Ich will meine Pokémon heilen, weil Pip keine AP mehr auf Kalkklinge hat. Aber ich muss ja auch noch Castador trainieren, sonst müsste ich ein anderes Pokémon mit in die Pokémon-Liga nehmen, aber ich will Castador mitnehmen. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Zu wissen, welche Pokémon-Typen die Top 4 in den Kampf schicken, ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Ja, wenn ich mich noch recht erinnere, Psycho, Unlicht, Geist, Kampf. Es spielt keine Rolle, wie oft ich an den Top 4 scheitere, denn meine Pokémon und ich werden stets auf neue unser Glück versuchen. Ja, an sich ist das auch eine gute Strategie, weil es ja Training ist. Die Pokémon kriegen ja trotzdem Erfahrung, außer man stirbt die ganze Zeit am ersten Gegner. Normalerweise ein Pokémon nimmt man immer down und dann kriegt man ein bisschen Erfahrung. Und das macht man weiter, das macht man weiter, das macht man weiter, bis die Pokémon stark genug sind. So, gut, dann gehen wir mal hier entlang. Ich hab so das Gefühl, die Top 4, nicht die Top 4,
Ah, schon wieder ein Streppoli. Ich hasse Streppoli. Die Siegelstraße ist hier zweigeteilt. Das wirkt jedenfalls so. Pip, komm zurück. Los, Kronleucht. Es wirkt so, als wäre sie zweigeteilt. Also so symmetrisch zweigeteilt. Dann machen wir mal Funkenflug und damit haben wir Streppoli immer noch nicht ganz erledigt. Er setzt Steinkante ein. Nein! Und das war doch sehr effektiv! Nein! Los, noch ein Funkenflug. Streppoli wurde besiegt. Und da gibt es sogar noch kaum Erfahrungspunkte. Scheiß Streppoli. Jetzt kämpfen wir gegen sie hier. Ich nehme keine Rücksicht auf Verluste. Hast du Lust auf einen durch und durch schonungslosen Pokémon-Kampf? Bestimmt nicht. Ja, ich hab da nicht wirklich Lust drauf. Nee, nee, nee. Oh, scheiße. Gut, dass mir jetzt gerade einfällt, dass ich mein iPhone hätte aufladen sollen. Padam. Ein Scharfax. Und Scharfax kann Überbrückung. Aber Pip kann Blizzard. Scharfax wurde besiegt. Und Kin erreicht Level 35. Kin versucht Verwurzler zu erlernen. Doch die Attacke ist sogar ganz gut. Ich kann dann zwar meine Pokémon nicht austauschen. Nadelrakete. Ja, ich mag diese Mehrfach-Attacken nicht. Weil die treffen bei mir sowieso immer nur zweimal. Und... nee. Gelat Vino. Da kommt natürlich Kronleucht in den Genuss eines Kampfes. Denn wir hatten schon ein Gelatropo gefangen und ein Gelatvino ist einfach bloß die höchste Entwicklung von Gelatropo. Was natürlich schon, also Gelatropo ist natürlich schon eine Weiterentwicklung von Gelatini. Was macht Säurepanzer nochmal? Das habe ich vergessen. Okay, erhöht die Verteidigung. Ja, stört uns nicht so ganz. Das war Gelatvino. Applaus, Applaus, Applaus. Und Kronleucht ist wenigstens fast Level 55. Der Nachteil an meinem schonungslosen Kampfstil ist, dass meine Pokémon aus jeder Begegnung Schwamm davon tragen. Oh. Du armes Ding. Deine Pokémon tragen Schrammen davon. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Los, Kronleucht. Du machst dieses Streppoli fertig, weil es nur an Wuchtschlag denken wird. Nur Wuchtschlag. Nein, es wollte sogar Steinhagel einsetzen. Ich bin am Arsch. Wenn es jetzt nochmal Steinhagel einsetzt und trifft, bin ich am Arsch. Nein, zum Glück wollte es Hammerarm einsetzen. Dummes, dummes Pokémon. Wirklich ein sehr dummes Pokémon. Kronleuchter erreicht Level 55. Kin erreicht Level 36. Okay, ich glaube, ich heile mal Kronleucht. Mit einem meiner 10 Hypertränken. Nein, puh. Das wäre jetzt echt vergoldeter Hypertrank gewesen. So, gucken wir mal, wen nennen wir nach vorne hier? Weil ich meine, Pip ist jetzt auch schon Level, ja, ich setze doch lieber Zina nach vorne, weil wenn wieder ein Dingens kommt, dann ist wieder ein Streppoli. Ach komm, auf der Seite muss auch was sein. Genau, wenn ich wieder hier in Streppoli kommt, dann ist ja Dingenskirchen Elizabeth im Arsch, weil Elizabeth ist ein Eis-Pokémon und Kampfattacken sind stark gegen Eis-Pokémon. Nee, Moment. Nee, nicht beim Eis. Oder was? Was bei Eis? Auf jeden Fall Unlicht. Auf jeden Fall der Unlichtteil. Das wäre dann relativ unangenehm. Aber Zina regelt das ja schon. Ich sollte mal wirklich gucken, wo genau ich nochmal Durino herkriege, weil ich weiß noch, es war auf der Siegesstraße. Ich weiß nicht mehr, wo auf der Siegesstraße. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr, wo. Und wie soll ich dann dieses Problem lösen? So, da hinten ist auch bestimmt was. Ja, ein Normaljuwel.
Tja. Ich und meine großen... Oh, guck mal, da ist ein Zoroark. Da, ich weiß... Nee, Moment. Doch, da kann man jetzt hingehen. Ich weiß nicht, ob man da schon vorher hin kann. Ob es jetzt vor oder nach der Top 4 ist. Gibt es hier eigentlich auch noch was anderes als Strepoli? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, nicht. Ich habe so das Gefühl, als gäbe es hier nur Strepoli. Juhu, ein Volltreffer. Gut gemacht, Zina. Weil auf jeden Fall da kann man dann Dingenskirchens altes Schloss betreten. Eddens altes Schloss, genau. Eden heißt der Typ, ja. Den Typ, den ich nicht mag. Oh, ich hab jetzt schon langsam keinen Bock mehr, gegen Strepoli zu kämpfen. Zum Glück ist der Kampf ja sowieso... Also, nicht der Kampf, der Part hier gleich sowieso vorbei. Ich werde jetzt noch dieses Item holen. Danach schnappe ich mir ein... Ein. Ich habe den Faden verloren. Ich habe echt den Faden verloren. Sorry, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So, hier den Pokéball, das Top-Elixier. Und gegen noch eins. Mann, ich wollte noch gegen den kämpfen und dann wollte ich den Part beenden. Ich habe da jetzt echt keinen Bock mehr, noch gegen das Strepoli zu anzutreten. Flucht. Oh. Pokémon, die ich ab jetzt hasse. Strepoli. Ah, du siehst aus wie jemand aus der... Aus der mir meine Defizite aufzeigen kann. Okay, wenn ich so aussehe. Schwarzkurt Sandalio und der hat einen Pinsir. Dies ist natürlich ein Käfer-Pokémon. Überbrückung. Okay, es hat eigentlich nochmal Dingens für eine Fähigkeit. Zina. Ach, Schwebe. Dann ist ja gut. Dann machen wir mal Fliegen. Es fliegt hoch in die Lüfte. Und Pinsir hat keine Chance. Jetzt kommt nämlich eine sehr effektive Attacke. Aber es haut Pinsir noch nicht ganz von den Socken. Boah, irgendwie finde ich Pinsir ist voll das eklige Pokémon. Das finde ich irgendwie bei den meisten Käfer-Pokémon. Ich kann Käfer auch nicht ausstellen. Ich kann auch nicht verstehen, wie einige sich solche, wie heißt das, Herkuleskäfer, dass sie die überhaupt in die Hand nehmen können. Boah. Nee. Ich meine, ich habe nicht so eine tierische Angst, dass ich die nicht in meiner Nähe haben wollte, aber anfassen will ich die auch nicht. Scaraborn! Ja, wir könnten weiter mit Zina kämpfen, aber ich glaube, wir lassen erstmal Kronleucht den Kampf führen. Denn Kronleucht ist unser liebstes, liebstes Pokémon. Einmal ein Funkenflug und das war's dann mit Scaraborn. Oh nein, Scaraborn hat sogar noch ein bisschen... Nein, Steinhagel! Warum können alle Pokémon entweder eine Gesteins- oder eine Unlichtattacke? Aber die waren wirklich ausnahmslos alle Pokémon. Fucking ey. Wer erwartet denn, dass ein Scaraborn ein Scaraborn einen Steinsattacke kann. Wenn er jetzt auch noch Knirscher gekonnt hätte, wäre ja noch schlimmer. Ich habe meine Schwächen erkannt. Jetzt weiß ich, wo ich ansetzen muss, um stärker zu werden. Gut, den haben wir besiegt und ja, dann gucken wir uns das den Teil hier unten dann im nächsten Part an. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann.